Präsident Marcel! Deshalb demonstrieren sie Woche für Woche in der Hauptstadt Maputo. Mit einer steigenden Entwicklung Afrikas eher tendenziell ein Anstieg der Migration. Ein afrikanisches Netzwerk. Junge Menschen, die Afrika voranbringen, Jobs schaffen. Und jetzt das Heute-Journal. Hallo Lukas, herzlich willkommen bei uns im Mi'kmaq TV. Vielen Dank, Mr. Roland, für deine Einladung. Ich grüße Deutschland und grüße alle die Kollegen, die mit mir gearbeitet haben in Nieuwebeek Frieden. Mein guter Freund und meine Freundin, die ich in Deutschland gehabt habe. Wo in Deutschland hast du gearbeitet? Ich war in 1988 in Nieuwebeek Frieden. Da gibt es ein Holzwerk da, Holzwerk, Nieuwebeek Frieden. Bezirk Kreis Roßlau, Bezirk Halle. Und wie lange? Ich war erst mal 3 Jahre da. Bin ich zurück nach Hause gekehrt und da bin ich wieder in 1986 hin und da bin ich in 1987 sind wir umgetauscht nach Sonneroda. Hattest du als Afrikaner Probleme in der DDR? Ich glaube, weil wir das war erst mal, wir in Deutschland gewesen waren. Und die Deutsche war erstmal mit uns da zu erleben. Das war immer oft mal ab und zu ein paar Schimpfworte gewesen. Aber wir haben das immer mitgelebt und die Deutsche später war ein guter Freund. Aber wie du mir sagtest vor dem Gespräch, du warst ja ein halbes Jahr im Gefängnis. Ne? Das große Problem, das ich gehabt habe, war diese, wo ich im Diskothek in Medivis gewesen war. Und ich war mit meinen Kollegen. Und wir waren im Disco und nach dem Disco sollten wir zurückkehren nach Hause zurückkehren. Und dann im Zug beginnt einige deutsche Kollegen uns einige schlechte Worte zu sprechen. Und da war, weil sie haben gesagt, setzt euch da, sollen nicht bei uns kommen. Und da war ein bisschen Strichler mit einem Kollegen von mir, der heißt Armando. Und da bin ich gerufen, weil er war neben mich, ich wollte ihm helfen. Und solange ich helfen wollte, einige deutsche Kollegen im Zug saß ich da, wollte ich nicht machen so was. Hat mich gestritten, hat mir einen Fuß hier gemacht, in den Stuhl setzt da. Und dann, da waren viele Probleme da. Bis wenn Polizei gekommen ist, weil im Zug, da gibt es ja Transportpolizei. Ne? Da sind da gekommen und die wollte Ordnung machen und dann da bin ich in Internat gegangen mit einigen Kollegen und dann früh da kam es Polizei, Transportpolizei, da habe ich mich genommen und da sind wir in Untersuchungshaft, da wollte ich wissen, wie das passiert und wurde ich da, als ich mich im Gefängnis bleiben soll, ich sollte nur ein Jahr sagen, dass einige Fehler waren meine Fehler. Oh, weil ich habe diskutiert und so, da habe ich den deutschen Kollegen angefasst und wir sollten die deutschen Kollegen nicht so machen und das war schlecht. Und deshalb, wegen meinem Kollegen hatte der Hund gebissen, der ist bestimmt 2 Wochen zu Hause geblieben und ich sollte bezahlen, eine Strafe bezahlen. Und dann da habe ich gesagt, da habe ich kein Geld so was bezahlt, ich habe reagiert, alles zu mir sprechen, wie das ging. Und dann da haben sie mir 6 Monate im Gericht gegeben. Da war ich im Gefängnis. Da war ich in Rummelsburg. Und da war ich da. Und da bin ich nach Hause zurückgekehrt. Also du musstest ja deshalb nach Mosambik zurück. Wie hat deine Familie darauf reagiert? Wo ich zurück nach Hause gekehrt bin, da habe ich meine Familie war nicht zufrieden. Da haben sie gesagt, warum? Und du hast erst mal Schule hergelassen. Da bist du in Deutschland da gewesen zum Lernen und studieren, lernen und Arbeit. Und da bist du jetzt, dein Kontrakt ist noch nicht Ende, da bist du zurückgekommen.
Was bedeutet das? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön für dich, du bist noch jung, du sollst noch lernen, du sollst arbeiten. Und dann habe ich gesagt, no, das Problem ist passiert, ich werde nach Schule wieder gehen und dann arbeiten. Das habe ich gemacht. Und in 1985, da kommt mein Kollege in Deutschland in Urlaub und die hätte alle die Aufgabe, mir hier in Mosambik zu finden. Und da haben sie mir gesagt, dass den Betrieb braucht ich und ich sollte bei dem Ministerium für Arbeit wieder gehen und wieder nach Deutschland zu fliegen. Und da war ich wieder in Deutschland. Da habe ich da im Betrieb in Sägewerk gearbeitet und meine Qualifikation wieder gemacht. Bis wenn, da haben sie uns gewechselt nach Zollerode. Wir hatten vor etwa einem Monat bei uns im IGMA den Film Schatten auf der Völkerfreundschaft gezeigt. Eine Reportage über rassistische Verbrechen in der ehemaligen DDR. Du warst ganz schön schockiert, weil du zum ersten Mal nach über 30 Jahren erfahren hast, dass dein Freund und Kollege nicht durch einen Arbeitsunfall umkam, sondern ermordet wurde. Vielleicht schauen wir uns das nochmal an. 30. Juni 1986. Auf der Strecke zwischen Berlin und Dessau steigen Neonazis in den Zug. In der DDR nehmen seit Mitte der 1980er Jahre die Probleme mit den Rechtsradikalen zu. Tausende gibt es, gut organisiert. Sie gehen gezielt gegen Ausländer vor. Im Zug treffen die Neonazis auf den 23-jährigen Mosambikaner Manuel Diogo. Er ist auf dem Heimweg nach Coswig, wo er in einem Sägewerk arbeitet. In Berlin hatte er seinen Freund Ibrahimo Alberto besucht. Noch in derselben Nacht wird die Leiche gefunden. Im Protokoll der Transportpolizei wird vermerkt, Höhe Bahnhof Borne wurde eine männliche Leiche aufgefunden, Kopf und Beine abgefahren. Es handelt sich um eine Person mit dunkler Hautfarbe. Da habe ich gesagt, Lukas, ist besser, du nach Hause gehst, weil immer Diogo, werden wir geholt, er war besoffen und hat im Zug geschlafen und er wollte deinen Zug verpassen und er wollte, weil morgen zur Arbeit kommt, hat er in den falschen Ausgang hingegangen und hat den Zug im Unfall gemacht. Und jetzt, das war die Berichte von der Polizei, Kriminalpolizei und der Betrieb und alles. Und jetzt, nach 31 Jahren, ich sehe den Film, ich sehe die Fotos. Und dann, da werde ich wieder sagen, bestimmt habe ich Glück wieder. Weil sie haben uns zwei Jahre später uns rausgenommen, da waren wir in Zollerode. Alle Kollegen wissen, dass das Tod des Manuels war wegen Unfall. Aber heute haben wir etwas anderes gesehen. Die Familie weint. Ich sehe bestimmt, er war der Einzige, der Familie helfen sollte. Ich wollte sagen und bitten, bei den Zwischen, jetzt unsere Partei, fest unsere Partei, Freiheitspartei, zu sehen, was wir in Deutschland erlebt haben. Wenn ich den Film hier gesehen habe, da bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich habe das nicht gewartet, dass sowas im Film zeigen konnte, rauskommen. Weil dieser Tag, wenn ich zurückgekehrt nach Deutschland, dieser Manuel Antonio Diogo, der war ein guter Kollege seit schon lange. Er war eine gute Arbeit, ein guter Kumpel. Und normalerweise er ging nicht so viel im Disco so. Und er war nicht wie wir zum Fußball zum Spielen oder da war oft im Internat. Wie im Film gezeigt, hat ja die kubanische Regierung eben sehr, sehr konsequent auf diese Vorfälle reagiert und angedroht, eben halt die Verträge aufzukündigen. Der mosambikanische Botschafter hingegen betrachtete das eher als etwas Normales und sah keine Maßnahmen vor. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Unsere Regierung ist immer so. Seit schon lange bisher gibt es immer viele Fehler. Es gibt viele Fehler und ich weiß nicht warum. Die können nicht lernen von den anderen.
Weil die kubanische Botschafter gesagt hat, wenn so weitergeht, wir nehmen unsere Kubanen zurück. Aber Mosambik hat gesagt, das ist normal und hat nicht gar nicht, hat es wichtiger genommen. Weil er wusste, dass wir müssen da sein, weil ein paar Geld oder was, die Kontakte von der Zwischenarbeit, die Kontakte, irgendetwas sollten wir bezahlen. Wir waren da zum Arbeit und einige Dinge zum Bezahlen. Wir waren wie Slaven. Nach der deutschen Wiedervereinigung musstest du ja zurück nach Mosambik. Wie läuft es bei dir persönlich, vor allem beruflich? Da bin ich in Coca-Cola-Betrieb wieder ungefähr 10 Jahre da gearbeitet. Und weil immer, wenn du sagst, du weißt, dass du in Deutschland gewesen warst, hast du immer Schwierigkeiten, ich weiß nicht warum. Sie sagt, wir haben gar nicht was gelernt. Und wir sind die komplizierten Leute, wir marschieren, wir machen Demonstrationen in dieser Welt. Und auf einmal da haben sie mir Appe weggenommen von da. Und da war ich jetzt in Mosal, einige Betriebe, da habe ich gearbeitet. Und da habe ich ein Problem von Unfall in meinen Augen. Und jetzt ich kriege ganz große Schwierigkeiten. Ich habe Frau, ich habe Kinder. Und sie waren in der Universität, sie müssen nicht mehr lernen, weil das Geld, das ich kriege, ist ganz wenig. Sie haben uns vergessen. Warum, Frau Angela Merkel, machst du das? Du bist eine richtige und starke Frau. Die ganze Welt guckt an dich, weil du gut bist. Und nicht nur du allein, die ganze Deutsche, die sind alle gut. Warum sollen sie immer Solidarität geben nach Sudan oder die anderen Länder? Und du vergisst uns, wir Mosambikaner. Die DDR damals, da hatte er Probleme mit Arbeit. Weil die DDR hatte viel Platz zum Arbeiten, da hat uns genommen. Und wir haben die DDR geholfen zu entwickeln. Und da hast du bestimmt mit der Kohle das Land gefunden. Und das ganze entwickelte Land, weil wir haben da gearbeitet. Warum können sie uns nicht unser Geld bezahlen? Weil es sind alle im Kontrakt, dass wenn ein Kontrakt endet ist, die zwei Regierungen wird setzen und Programme gemacht, uns zu bezahlen. Wir leben hier wie Schwein. Wir sind keine Menschen. Und wir wurden geguckt, dass wenn wir in Deutschland, wie gesagt, wir waren in Deutschland, die Leute, die haben keinen Respekt mit uns. Vielleicht, wenn man sagt, ich war in England, ich war in Frankreich, ich war in Holland, wurde alles guter Mensch gesehen. Und wir in Deutschland. Wir haben da gearbeitet und wir sind zufrieden, wenn Deutschland vereinigt ist und dass wir nach Hause zurückkehren. Wir sind nicht dagegen. Das politisch war problematisch. Ihr habt Probleme mit Arbeitslosigkeit. Wir verstehen das. Aber was wir gearbeitet haben, ich glaube, es ist Zeit, zu uns zu geben. Weil wir sind alt. Wir sind alt, wir haben Familie, wir haben Kinder. Unsere Regierung macht gar nichts. Macht gar nichts. Ich bin jetzt 54 Jahre, guck. Da bin ich ein alter Mann. Meine Kollegen, viele auch von meinen, wir waren 25. Vielleicht 10 sind schon gestorben. Wir sterben jeden Tag. Und wir haben keine Hilfe. Wir brauchen eure Solidarität, Deutschland. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns ja bald wieder bei dir zu Hause. Du hast uns eingeladen und wir werden dann mal sehen, wie du zu Hause lebst und deine Familie kennenlernen. Freuen uns schon drauf. Danke.